So, und jetzt kommen wir jetzt zum MDAX. Ich meine, die Rahmenbedingungen, die ich vorhin beim DAX nannte, mit Zinsen, Geopolitik, amerikanische Wahl und Regierungsgestöhne, sind für den MDAX genau die gleichen wie für den DAX. Jetzt wollte ich nochmal eins zeigen hier. Das hier sind die Gewinner vom MDAX. Ist völlig an mir vorbeigelaufen. Also Redcare Pharmacy. Shop-Apotheke, ja. Also ich mag meinen Apotheker sehr. Der sieht aus wie 80, wahrscheinlich ist er 75, aber der weiß, habe ich den Eindruck, mehr als meine Ärzte. Und ich liebe den. Ich käme nie auf die Idee, noch nicht mal hier eine Aspirin zu kaufen. Das mache ich lieber bei dem. TAG, hochtief, ja, fast um die 80% gestiegen. Das sind die Gewinner, das ist jetzt also auf ein Jahr gerechnet. Und hier nicht verzagen, weil ich hier ein bisschen rollen muss. Ja. HelloFresh am Ende mit 44% Langsess, K&S, Nordex. Ich mag eigentlich die Nordex, muss ich wirklich sagen. Ich bin immer wieder überrascht. Die hatten da neulich, haben sie Zahlen gebracht, haben sie einen Auftrag wieder bekommen und zack, geht das Ding 10% an einem Tag runter. Gut, zurück zu dem Freund hier. Das ist der Monatschart. Und wenn ihr jetzt einfach euch mal vom geistigen Auge sagt, der DAX, der war hier, da. War der am All-Time-High? Wie weit der MDAX darunter ist, das sind 10.000 Punkte vom All-Time-High, was er hatte, 21, ja, bis jetzt ungefähr. Aber der wird sträflich vernachlässigt, hat also von den Performance her nicht so toll gelegen. Da gibt es natürlich manchmal Werte, die haben also keinen Ekel, auch mal an einem Tag 20% zu steigen oder zu fallen. Das haben wir im DAX schon seltener. Siemens Energy war neulich mal so eine Ausnahme. Der ist schwierig zu handeln, der MDAX. Und um das ein bisschen plastischer zu machen, auf den DAX gibt es 60.000 K.O.-Zertifikate. Bevor ich die Antwort gebe, überlegt mal, wie viel sind es beim MDAX? Hier ist die Antwort: 3.233. Der MDAX wird mehr in den Sparplänen gehandelt. Vom Monat her sind wir im neutralen Bereich über den Oszillator. Wir sind völlig ohne Aussage hier im Trendfolger. Das gilt als Seitwärtsphase. Wir handeln um die 20-Monats-Linie herum. Aber hier kommt das, wo ich halt immer wieder drauf schaue, auch hier wieder so ein Touchieren von der 200-Monats-Linie. Ich will einfach wissen, wo sind die? Ist für mich immer wichtig. Und zumindest war das jetzt mal ein Support. Er prallt ein bisschen ab, aber auch nur bis zur 20-Monats-Linie. Und um die herum handeln wir. Also genau in der Mitte der Bänder. Vom Monat her kann ich hier überhaupt nichts ableiten. Also ich wüsste nicht wie. Das ist mir aufgefallen, der stimmt auch hier wieder nicht. Auf Wochensicht wird er schwächer über das MACD, über die Stochastik. Er hat schon dieses Verkaufssignal, was ich im DAX noch vermisse. Auf Wochensicht muss ich davon ausgehen, nachdem wir auch beim letzten Mal die 200-Wochenlinie nicht überboten haben. Interessanterweise ist jetzt hier auch die 20-Wochenlinie. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Das ist die 20-Wochen-Linie und das ist natürlich schon ein kleiner Support. Aber wenn ich das hier so sehe, muss ich davon ausgehen, der braucht ein zweites Standbein. Das muss nicht automatisch bis hier runtergehen, bis zu 21.400. Aber ich halte eine, vor dem Hinblick diesen Charts, eine 23.600 für sehr gut möglich. Muss schon sagen, sehr gut möglich. Doch, da ist auch das untere, also da sollte er auch nicht drunter gehen, da ist auch das untere Band. Das passt. Aber auf Tagessicht sieht der Freund nicht verkehrt aus. Wir sind zwar hier noch nicht positiv, aber wir werden es hierüber. Wir haben am unteren Band gehalten, beziehungsweise sind runter und wieder ran oder rein. Das ist ein hammerähnliches Gebilde. Also gehe ich kurzfristig mal auf die nächsten, sagen wir mal, 10 Handelstage davon aus, dass auch der MDAX hier wieder so diesen Bereich sehen kann, so eine 27,3. Er würde wirklich positiver werden, erst hier hinten. Das wäre über 29.000. Aber wenn er dieses Plateau hier schon rausnimmt, das ist bei 27.400, dann hat er durchaus nochmal die Chance, weitere 1.000, 2.000 Punkte zu steigen. Das gefällt mir, Außenband raus und wieder rein gefällt mir, das gefällt mir. Also auf 10 Tage, 10 Handelstage Sicht eher positiv. Aber zurückblickend auf die Woche, denke ich, der braucht noch ein zweites Bein und das liegt dann hier unten irgendwo. Um die 23,6. Ich muss mich auch hier mit den Sparplänen nicht beeilen. Kaufe ich jetzt auch nicht. Ich glaube, die kriege ich irgendwo hier unten. Da habe ich noch Zeit mit.